Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Mal haben wir Ino, die süße Androiden, freigeschaltet. Das ist ein verdammt großer Vogel. Hier neben mir ist ein neuer Ether-Kanal, beziehungsweise der ist wieder da. Ich würde mal sagen, holen wir uns den. Ich muss gerade kurz meinen Charakter suchen. Wir wollen ja einen Flächenangriff auf die starten. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir Ino freigeschaltet, diesen Nebenquest-Strang hier gemacht für einen neuen Helden. Finde ich, hat sich gelohnt, weil ein Charakter mehr im Team ist ein Charakter mehr. Und somit mehr Schaden. Nein, auf den nicht. Auf den. Auf den Hopper. Also ja. Der wird jetzt sterben. Genau, auf Stichwort. Haben wir ja jetzt hier diesen verbesserten Ether-Ding. Wodurch sich Ino ja den Ether einverleibt. Buchstäblich, die schluckt das Zeug runter wie sonst was. Wir müssten jetzt zu der Nopunk-Karawane da unten. Für eine weitere Nebenquest von ihr. Habe ja letztes Mal gesagt, dass wir die noch machen. Ich werde aber gucken, dass ich onscreen nur die Nebenquesten mache, die auch mit Charakteren zu tun haben. Als wenn es jetzt zum Beispiel so ist, töte dies und das oder sammle eben kurz das hier, dann mache ich das offscreen. Ab sofort. Hier ist auf jeden Fall ein neues Lager zum Schnellreisen. Hallo Lolo und dann Kiki. Oh, Isino. Er freut sich wie ein Schnitzel. Oh, ich hätte jetzt auch Bock auf ein Schnitzel. Worum geht es? Oh. Totoma in Anspruch nehmen. Ist hier verleihen von Stalolo. Okay. Stralolos Probierset. Okay. Ja, sie macht ihren Job ganz gut. Eine frohe Natur, wie sie im Buche steht. Nebenbei, das habt ihr nicht gesehen, aber wenn man so dumm rumsteht, da fängt die an zu tanzen. Ist irre lustig. Das habe ich mal so nebenbei zufällig gesehen, als ich eben kurz was nachgeguckt hatte. Also nicht onscreen, sondern auch nicht zu diesem Spiel, sondern zu was anderem. Da fingen die auf einmal neben mir an zu tanzen. Die Japan-Musik, bitte! Er schießt mich. Och, Lance! Wo ist der denn überhaupt? I hope everyone's getting along. Wir sehen auf jeden Fall wieder zwei, die ich bequatschen kann. I've already got food on the brain. Ich kann hier Juwelen schmieden, ich kann hier alles machen.
Ich habe Juwelen, definitiv, die ich verbessern kann. Aber ich habe die Münzen nicht, ne? It's finished. Come on, I wanna use it quick. Da kann ich direkt 2 Stufen höher gehen. Da kann ich ruhig mit einer Münze herstellen. Dann habe ich wenigstens alles mal. Einfach nur prüfen, ob ich irgendwo was verbessern kann. Das kann ich verbessern, das Geschick. Dieses Zeug wollte ich auch mal demnächst offscreen ein bisschen farmen. Ansonsten kann ich aber anscheinend nichts weiter verbessern. So, kann ich ein paar Stufen erhöhen? Ja. Ich definitiv feel stronger. Ich glaube, ich konnte noch mal verbessern. Nee, Bonus-EP reicht nicht. Wir haben auch noch ein neues Rezept. Hier die Fluffy-Torpedo-Rolle. Was macht die denn? Erhöhte Goldmenge und erhöhte Beute um 5%. Ich will aber eigentlich mehr EP haben. Kann ich auch beides verwenden? Lecker. Puff, all finished. Okay, und auch mal die Kleidung waschen. Sind alle dreckig unterwegs hier. Everyone got their strength back. I hope everyone's getting along. So, ich wollte aber eigentlich mit denen sprechen und nicht das Ding hinter denen untersuchen. Nein, ich will mit Stralolo reden. Die stehen so doof. Ah, geht doch. Da ist Totoma. Hast du kurz Zeit? Ja, den müssen wir verbessern. Hergeben. Was genau ist jetzt besser? Den Frieden brauchen wir. Ah, den verbessere ich, damit ich mehr Ether sammeln kann. Oh, ich kriege dafür auch 2 Silbermünzen. So. Was verkaufst du denn? Lachsfleisch, Glitzerrettich. Davon habe ich nicht so viel. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Verkaufen habe ich nicht wirklich was, ne? Halt nur hier bei der Ausrüstung. Also dir komme ich immer wieder zurück, wenn ich meine Ätherzylinder verbessert haben will, ne? Okay. Wenn du diese Helix-Rohre haben willst, kannst du sie gerne haben. Ah, jetzt wieder was anderes. Guck mal. Jetzt baue ich hier komische Droiden, Dioden, einen Gigantenarm. Das ändert sich jedes Mal. Okay, ich sollte ab und zu wirklich mal da vorbeischauen und gucken, ob ich verbessern kann.
Ist das dicke, fette Ding auch ein Gegner? Oder ist das nur deren Luftschiff? Ich will eigentlich, wenn ich nicht muss, keine Leute verprügeln. So, wir haben noch andere Nebenquesten. Also die Heldenmission, die kriegt ihr auf jeden Fall alle. Ich muss da hoch. Die sind Level 25, die Biester hier. Werdet ihr auf mich wütend, wenn ich vorbeilaufe? Nö. Ich muss auch mal daran denken, alles mitzunehmen, was ich unterwegs sehe. Der da hinten ist definitiv aggressiv auf mich. Bevor du mich angreifst, mache ich dich fertig. So Leute, bin wieder da. Gab wieder ein leichtes Problem. Aber das ist jetzt gelöst. Sehe ich da hinten einen Ätherkanal? Ist das einer? Da hinten leuchtet auf jeden Fall was. Nee, nee. Lass mich mal in Ruhe. Herr Hase. Um dich kümmern wir uns einfach zusammen mit deinen beiden Kollegen da. Die wollen ja auch Stress. Der ist runtergefallen. Aber es ist ein Vogel. Ich kämpfe mal hier unten. Ist angenehmer. Ein kluger Roggel. Und tot. Merkt mich mal einer eben kurz hochbeleben. Danke, Mio. Erstmal den da platt machen, der eh schon fast tot ist. So. Ist hier irgendwo mal ein Heilfeld? Ich weiß, dass ihr das machen könnt. So, schlug das. Nicht runterfallen. Muss ich gegen die Federn kämpfen? Hä? Irgendwo ist noch ein Roggel, den ich nicht sehe. Als ob der ist unter der Map. Bin ich hier seitlich? Ich hoffe es einfach mal. Er ist unterhalb der Map gestorben. Da hat er sich einfach unter die Brücke gebackt. Ja, aber ich glaube, dafür habe ich noch zu wenig. Das billigste war allein schon 5. Na, Herr Elite Hasit. Die wollten auch noch Stress, ne? Ich vergesse immer, dass da in der Gruppe noch andere sind, die Schwanken machen können. So, nochmal schwanken. Nebenbei weiß ich jetzt, was damit gemeint ist. Also, beim letzten Mal hieß es ja irgendwas mit wieder aufstehen. Also, wenn sie einmal niedergegangen ist, dass sie einen Bonus kriegt. Das ist ein Stehaufmännchen, die Ino. Die muss sogar sterben. Will mit jedem Mal, wo sie stirbt, stärker wiederkommen.
Das hatte ich letztes Mal ja nicht gerallt. Das wollte ich mal eben kurz anmerken. Nee, kannst direkt wieder schwanken. Komm, jetzt voll um, du Hase. So, tschüss. Der Elite-Hase wurde besiegt. Das war der oberste aller Hasen. Was denn? Warum sind diese Hasen so aggressiv? Ach so, die macht mich doch aufmerksam auf die Leichen hier. Okay, ich muss aber erstmal Hasen verprügeln. Und tot sind die Kanikel. Oder zumindest der eine. Schnell weiter, bevor der andere auch noch Stress will. Oh, da leuchtet was gelb. Ich will wissen, was da oben so schön leuchtet. Ich komme den Berg nicht hoch, ich bin tot. Du, diesmal lasse ich dich in Ruhe. Sind das die aggressiven Hasen? Nein. Es ist schwer für mich, die ein bisschen zu unterscheiden. Ich will immer noch da dran. Hoppa! Komm! Warum komme ich da nicht hoch? Wie komme ich da dran? Shall we deal with it? Ich weiß nicht, wie ich da dran komme, ne? Aber wir haben einen neuen Flatter, der uns auf den Keks geht. Wie zum Geier komme ich da hoch? Ich rutsche immer weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran kommen soll. Jedenfalls, indem ich erstmal dieses Cockroach hier verprügel. Leute, ich habe jetzt hier meine Angelskette gestartet und Ino hat hier auch eine Fähigkeit, die Unendlichkeit, wie es scheint. Ino unendlich. Erhöht den Schadensmultiplikator um 190 Prozentpunkte. Okay, merke ich mir. Falle in Ohnmacht. Ich hätte es erstmal umwerfen sollen. Sehr intelligent. Es schwankt ja schon, ne? Es kann auch sein, dass sie sich mit jedem Vieh, das sie umnietet, boostet. Guck mal, dann seht ihr nochmal was Neues mit ihr. So, Zeit beim Bombardement. Dann schließen wir das auch noch eben ab. So, Zeit, das hier zu beenden.
Dino ist ja richtig geil fürs Team. Wusste nie, dass die Helden so einen Booster noch dabei geben. Ach, ich kann noch ein Kommando machen. Das Vieh ist doch schon tot. Einfach mit einem Schlag 100%. Das nennt man ultimative Vernichtung, Leute. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich dies da oben dran kommen soll. Kann ich da oben von der Klippe springen? Nee. Wäre ich ja tot. Dafür irgendwie einen Weg, den ich nicht verstehe. Eine Kiste, die unerreichbar ist. Ich glaube immer diese Exuno-Hasels haben hier auf dem Kika. Ich lasse die jetzt in Ruhe. Ich will hier hoch. So, sind sie in einer Gegend hier angekommen. Kolonie Gamma. Die Kolonie hat mich doch bestimmt auch auf dem Kika, oder nicht? Also, die sehen doch auch diese komischen Gestalten, oder täusche ich mich da? Die Flammenuhr einer Kolonie zu zerstören, befreit sich von ihrem Konsum. Das erhöht die Harmonie mit den Koloniebewohnern und gibt ihnen nützliche Harmonieboni. Ja, will ich hier die Uhr kaputt machen? Wahrscheinlich. Wait here. I'll go ahead and tell everyone. No, Kairi, just wait. Hey guys, Mio's come back. Tyon and Senna too. Welcome back. We were so worried about you guys. Good job sticking it out, Senna. We were pretty sure you were dead. Foots, why'd you have to be so snarky about everything? All of you. I'm so glad you're okay. Mio, it's been so long. Hmm? Wait, are those actual tears? Uni? Snuff it, you big dummy. There you are, Teach. Mio. Senna, Tyon, you're... It's wonderful to see you again. I'm truly sorry, Commander Teach. We never meant to... The details can wait till later. I'm sure you'd appreciate a rest, no? I imagine getting here was by no means a simple task. Am I right? Yes. We appreciate your concern. And as for our visitors here, we can make our introductions later. Hmm. Well then.
He was kind of strange. Quiet, but I could feel something threatening. Ich glaube, er sieht uns doch böse. Yeah, are you sure about this? He didn't even question us. Perhaps he's already worked it out. Decided we're not hostile. Well, no one's attacked us, which is more than we can say for pretty much every other time. Mimi, once we rest it up, how about we tour the colony? Good idea. I want to see how everyone's doing. And we can show the Kvesi folks around while we're at it. Much obliged. We are just visitors, after all. I want to have a chat with the soldiers, too. There are a couple of things I'm curious to know. So this is your old colony, Mio. Let's see what kind of... Always nice to have more friends. Ich habe das Gefühl, dass wir hier verkohlt werden. Na gut, Leute. Wir gucken uns hier beim nächsten Mal um. Wir gucken uns dann auch endlich diese Kantine da an. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.